Hallo und herzlich willkommen hier bei euren Rob bei einem neuen kleinen Minecraft-Tutorial. Und zwar geht es um Minecraft Revelation 1.8 und um das Immersive Engineering Upgrade oder Modpack. Und zwar um die Anfänge, wie ihr den Kokofen baut und natürlich alles weitere. Und dazu würde ich sagen, sehen wir uns gleich unten im kleinen Labor. Bis dahin, tschüss. So, und dann sind wir auch schon unten in unserer kleinen Werkstatt. Und zwar, um mit dem Immersive Engineering anzufangen, brauche ich als erstes ein Buch und einen Hebel. Aus diesem könnt ihr dann dieses Immersive Engineering Buch kraften, das Engineers Manual. In dem könnt ihr dann alles lesen, wie die ganzen Strukturen gehen, wie die ganzen industrialen Sachen gebaut werden, diese Multistructure-Gebäude, was die können, wie die das machen und dann halt wie viel Materialien ihr dafür braucht. Dann erstmal anzufangen braucht ihr halt diesen Kokofen und den Hammer. Für den Hammer braucht ihr zwei Holzstäbe, ein Eisenbahn und einen Faden und dann könnt ihr halt den Hammer dafür bauen. Das ist dieser. Mit denen könnt ihr dann alle Multi-Structure Buildings anklicken und die werden dann sozusagen gebaut. Für den Kokofen braucht ihr diese Coke Bricks. Die Coke Bricks sind eigentlich ganz leicht herzustellen. Ihr braucht einfach nur 4x Lehm, 4 Ziegelsteine und einen Sandstein. Ich habe es mal ausgerechnet. Insgesamt braucht ihr für einen so einen Kokofen 27 Steine, also Coke Bricks. Das heißt, ihr braucht 36x Lehm, 36x Ziegelstein und 9x Sandstein. Um die Ziegelsteine herzustellen, braucht ihr halt auch nochmal 36x Lehm und für den Sandstein braucht ihr halt jeweils 4 Sand, um einen Sandstein herzustellen, also 36x Sand. Dann könnt ihr einfach dieses 3x3 Struktur-Building aufbauen. So, es geht eigentlich ganz schnell. So, so, keinen Freiraum lassen, einfach 3x3 mit der Mitte. Dann nehmt ihr den Hammer dazu und einfach nur Rechtsklick drauf und schon ist das Gebäude fertig. Dann könnt ihr die GUI öffnen. Hier könnt ihr dann Holz reintun, die wird dann zu Holzkohle und 250 MB Kreolosäule. Dann könnt ihr auch noch Kohle reintun, die wird zu verkohlte Kohle und da kommt 500 MB Kreolosäule raus. Ihr könnt auch noch diese Holzkohle oder diese Kohlblöcke, also die Kohle zu Kohlblöcke machen, dann kommt hier 2000 MB raus. Es dauert sehr lange dann, dass es so ein holzverkohlter Block rauskommt. Und mit dieser Kreolosäule könnt ihr zum Beispiel dann noch eure RF-Maschinen wie den Kompressator oder die Kompressormaschine befeuern. Ich habe es dann noch so gemacht, ich habe das komplett an unsere ME-System angeschlossen, sozusagen mit einem Export- und einem Import-Bus, dass halt das Holzkohle wird rausgesogen aus der Maschine, das Holz wird automatisch in die Maschine reingeführt, dann noch mit Fluid Ducts, diese Kreolosäule wird rausgesaugt und kommt dann hier oben in den Tank rein, das kann ich gleich mal zeigen, den Tank noch, ganz schnell. Das braucht man als allererstes, um mit dieser Mod anzufangen. Dann habe ich halt hier alles in den Tanks. Aus diesem Zeug könnt ihr dann halt noch dieses geteerte Öl machen, weil das ist ja eigentlich nur geteertes Holz, was ihr dann für weitere Maschinen braucht, oder halt euren Compression Dynamo antreiben für RF. Ja, das war es dann erstmal mit dieser kleinen Einführung, dieser Mod. Als nächstes werde ich euch dann zeigen, wie ihr den Blast Furnace baut, also diesen Hochofen, für den ihr halt diese Holzkohle und diese verkohlte Kohle braucht, um aus Eisen Stahl herzustellen. Es gibt natürlich auch andere Mods, wo das dann einfacher geht, aber wenn man jetzt sich nur auf das Immersive Engineering konzentriert, brauchen wir halt erstmal diese Kokofen zum Starten. Bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und tschüss, euer Rob.